Jetzt nehme ich live bei Obscore und seid gegrüßt. Ich bin wie immer der Ron, bei mir ist... Der Eumelkater. Willkommen, herzlichen frühen Morgen. Die Katze. Ja, ein wenig früh, ein wenig durch den holtrigen Abend. Ach, ich bin so durch mit der Birne, ne? Alter, du kannst mich Montag, kannst mich auf der Arbeit echt weghauen. Oh, hör mir auf, ey. Morgen auch, ey. Morgen den ganzen Tag Fötusstellung neben der Frau, so, nee. Am liebsten einfach nur noch pennen. Ja. Aber wir haben jetzt am Ende der letzten Folge noch das Werkzeug gefunden, womit wir jetzt was machen können? Endlich den Lüftungsschacht im Mädchenklo aufmachen können. Ja. Und das Mädchenklo war aber auf der anderen Seite. Ja, war doch genau meine Intention. Hier gibt's nichts mehr für uns. So, und wir wollen den Lüftungsschacht natürlich aufmachen, weil wir da eine Kamera verstecken wollen. Du Spanner, Alter. Shannon weiß, was sie tun soll. Aber wir wissen es auch. Ja. Wir kriegen das schon hin. Irgendwie, ja. Da, guck. Und jetzt krieg ich rein. Los! Du zuerst, damit ich auf den Popo glotzen kann. Das war mir so klar. Denk nicht mal dran. No. Ein Energy Drink haben wir irgendwo gefunden. Ja, hier, da waren wohl so Energy. Duschen! Kippi! Komm, wir duschen! Aber keine gemeinsamen. Ja, egal! Ey! Gib mir den Weg! So! Da ist die Tür, okay! Da geht's raus! So! Was? Die Zeitschrift Teachers. Ah, ja. Ist aufs Maul, Junge! Nein, haben sie nicht. Nein, die Lehrer niemals. Ein verrosteter Schlüssel. Da ist ein Kühlschrank. Die haben Bier, bestimmt. Guck da, die haben sogar Kameras. Jo. Hinweis des Gesundheitsministeriums. Achtung, der Freiverkauf von Energy Drinks in Anführungsstrichen beschleunigt den Austausch von Nervenimpulsen zwischen Gehirn und Muskeln und führt zu einem Anstieg der geistigen Leistungsfähigkeit. Vorsicht! Vorsicht, möchten wir nicht lesen. Der Genuss von Energy Drinks führt bei den meisten Konsumenten zur Sucht. Bei anfälligen Personen erzeugt dieses Produkt schwere Kopf- und Darmschmerzen. Aus diesem Grund wird Folgendes angeordnet. Vom heutigen Tag an ist der Verkauf und der Genuss von Energy Drinks und allen schulischen an allen schulischen Einrichtungen verboten. Jeder Verstoß wird durch die geltenden Gesetze geahndet und zwar auf dieselbe Weise wie bei Rauschgifthändlern. Leck mich am Arsch, Alter. Energy Drinks sind genauso gefährlich wie Koks und ja genau, trink Monster. Ich wollte gerade auch meinen wunderschönen Drittmarken Energy Drink aufmachen, aber du hast es mir vorgetan. Ja, da bin ich einfach mal so frei und mach einfach mal ein sehr schönes Geräusch. Wenn man das hört, das hört man. Das hört man. Monster hört man immer. Ey, komm mit, Vibe! Ja, komm, die Frauen brauchen... Ja, mach direkt Randale. Ja, komm, richtig. Sonst gibt's Prügel. Ja, die Frauen brauchen doch immer ein bisschen länger, weißt du doch. Na klar. Ja. So. Gibt's hier irgendwas? Stans Noten sind echt übel. Erzähl mir was Neues. Der war, glaube ich, der Meisterhacker, wenn ich das noch richtig weiß. Ja. Na. Ah, genau. Da war noch was, da hat noch was geblinkt. Wir müssen zurück, da ist ein Schlüssel. Los, zurück. Hier, zurück, los. Wie vorsichtig auch. Ganz. Da, nimm den Schlüssel. Los, Vibe. Dankeschön. Schlüssel zum Lehrerzimmer. Und nochmal durch. Lass erstmal eine Runde tanzen. Ja, hier ausgestellt von Kabinett Mack-Schmidt. Offizielle Bescheinigung über Werksabnahme. Projekt Nummer 503, öffentliches Gebäude. Geldgeber Mr. Leonard Friemann, Mr. Herbert Friemann. Bla bla bla. Eine Hauptgruppe mit Klassenzimmern und Verwaltungsräumen. Eine Bibliothek, ein Sporter, ein Schülerwohner, ein doppelter Speiser, ein Theater und eine Krankenstation und verschiedene Werke. Und die haut richtig auf die Kacke. Macht doch nicht so viel Lärm. Ich bin das nicht. Ja, hör mal zu hier. Mach nicht so viel Lärm, habe ich gesagt. Ich glaube, wir brauchen noch ein Rad. Ja. Ah, aber wir haben bestimmt jetzt den Schlüssel für unten.
fürs Lehrerzimmer. Ah, jo, doch, klar. Stand da ja auch, Schlüssel für Lehrerzimmer. Richtig. Ey, ey, nein, so. Was machst du? Randale. Da, guck, das geht. Ich finde die PlayStation 2 Controller ganz oben gesagt komfortabler als die Dreier. Ja, irgendwie. Ach, hier sind wir. Obwohl eigentlich zu dem Dreier kein großer Unterschied. Die Sticks? Ja, doch. Sticks sind breiter. Waren wir hier schon? Ich glaube, wir müssen ganz hoch. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Ja, doch, da waren wir schon. Weg hier! Geh stiften! Und aber auch die Trigger-Tasten sind hier komplett eingelassen. Mhm. Hoch, ne? Hoch, das ganz hoch. Ich glaube, ganz hoch. Wir probieren es einfach mal. Versuch macht klug. Richtig! Oder wolltest du erst noch mal gucken? Ich wollte eigentlich im Medi- aber das können wir auf dem Rückweg machen. Wir müssen ja eh wieder zurück. Oh oh. Du gehst vor. Ja. Du hast keine Waffe. Alles klar, lass mich. Hier, bitteschön. Mach dich mal nicht so breit da. Ich bin breit! Oh nein! Oh! Lass mich los! So, hier. Ach guck, er macht das schon. Epic! Unbelievable. Mr. Warden, was machen Sie hier? Ihr müsst hier raus. Schnell. Aber diese Dinger, da, was sind die? Ich weiß nicht, aber ich werde die Behörden auf jeden Fall davon unterrichten. Haben Sie sich verletzt? Ach, nichts. Seht zu, dass ihr wegkommt. Aber ich suche Kenny. Er ist verschwunden. Kenny, geh zu Mr. Friedman. Aber wie? Alle Ausgänge sind dicht. Ich mache euch die Schulhoftür auf. Ich muss noch was erledigen. Und nicht vergessen, das Licht. Ich glaube, wir sitzen jetzt so richtig tief in der Tinte. Ja, dann kann ich mir jetzt auch endlich mal einen Schlag... Ja, hier die, das Pipe, das Rohr, die Metallstange, genau. Ist zwar nicht so cool wie mein Basie, aber wo sind tut Sie? Seinen Zweck, ich ne? Ich will kämpfen. Ja. Ey, Mädel. Jetzt kaum eine Stange in der Hand, cool, ne? Cool, ne? Aber wie ihr schon mitbekommen habt, Licht ist der Schwachpunkt sozusagen. Und... wir brauchen eigentlich noch das Rad irgendwo her, ne? Alte Möbel mit Tüchern bedeckt. Kreaturen sind hier durchgegangen. Ne. Ja, gehen wir einfach mal zurück. Irgendwo werden wir schon was finden. Irgendwas wird sich verändert haben. Es wird schon irgendwie. Mein Gott. So, jetzt hier Medizinschrank. Plündern. Oh, nichts Interessantes. Einmal so. Die Karte hier gucken. Wir sind da oben. Auf dem Mittel. Shannon ist bei uns? Eigentlich nicht. Nee, ne? Nee. Ah, guck mal. Als ob ich es gewusst hätte, wusste ich aber nicht. Ah, hier sind wir. Ein Lehrer hat sein Notizbuch vergessen. Schön für den Lehrer. Ha, ich mach mal Licht. Ich meine, hier hinten ging es doch auch vorhin lang irgendwo. Wo bin ich? Da. Wo bin ich? Jetzt bin ich wieder hinter dir. Sehr gut. So machst du es richtig. Trotzdem fit. Ah, ist abgeschlossen. Auf der Suche nach dem magischen Rad. Kommt her! Und was ist das für ein Schlüssel eigentlich? Schlüssel zum Lehrerzimmer? Schön. Ach nee, das war die Toilette, ne? Ja. Ich mache hier alles falsch. Zurück! Ganz vorsichtig. Vielleicht hört uns sonst der Hausmeister.
Ganz behutsam. Ich gucke noch einmal auf die Karte. Klassenzimmer, Freedman, Verwaltungsgebäude. Einfach irgendwo hin. Wir finden das schon. Toiletten, da waren wir schon. Guck mal da, die Tür, ist die jetzt offen? Da waren wir schon drin, ne? Ja, ich glaube doch. Ja, der Boden. Ja, da waren wir schon. Ja. Umdrehen! Die andere hier hinten? Oh. Die ist und bleibt wo weiterhin verschlossen. Vielleicht raus? Da ist oder hier hinten? Ah, guck mal, Staff. Also ist der Staff Room das Lehrerzimmer. Oh, schon wieder hier. Düdüm. Zurück. Mann, ich bin voll enttäuscht. Geht's direkt raus? Einfach mal gucken, ist noch hell. Dann sind wir da am sichersten. Ah. Okay. Miss Ashley, wie verlief Ihr erstes Treffen mit den Kreaturen? Hau ab. Glauben Sie wirklich, Sie kommen lebend hier raus? Hau ab! Okay? Ich ruf grad die Bullen an. Und Sie, Shannon? Was sagen Sie dazu? Hör auf damit, ich hab so schon genug Angst. Mist, die Batterie ist leer. Kein Wunder, du filmst ja auch schon ewig. Das gibt's doch gar nicht. Und hat's geklappt? Blödes Handy. Ich hab keinen Empfang. Was machen wir denn jetzt? Wir haben keine Wahl. Wir müssen Freedman warnen. Freedman? Ja. Wie Freak und Man? Nein, Freedman hieß er doch, ne? Da ist eine CD. Sag mal, speichern? Ja, würde ich mal sagen. Komm, mach mal. Memory Cards, oh, dieses Retro-Feeling. Guck mal, wie lange er braucht zum Speichern. Oh, und kein Auto speichern. Wie schön. Ach, schön. Da geht mir fast einer von ab. So. Oh ja, das Autospeichern versaut oftmals so einiges. Ja, wie wir gerade bei Outlast gelernt haben. Also ja. Ihr bald noch sehen werdet. Oh ja, oh ja. Oh Gott. 8 Megabyte, Junge, Alter, das sind 2 MP3s. Ja, heftig, ne? Wenn überhaupt 2 MP3s. Oh je, ey. Alles aufgenommen. Ich weiß noch, wie damals ein Kollege seine PlayStation 2 ganz neu bekommen hatte und keine Memory Card hatte. Oh. Der hat die bestimmt eine Woche lang straight durchlaufen lassen mit Rayman. Ja, vernünftig. Also nein, mein Spielstand, ich kann doch noch nicht speichern. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich gehe da jetzt einmal hin. Mir bleibt dir nichts anderes übrig, außer dir zu folgen. Ha, ich blockiere dich. Aber ich kenne das mit der Memory Card. Ist so cool, ne? Oh, ja, aber ich kenne auch das Problem, wenn du keine hast. Wo sind wir denn? Da. Jetzt okay, wenn du keine hast. Ich möchte mal Kreis drücken zum Zurückgehen. Wenn du keine Memory Card hast und du irgendein Spiel angefangen hast, musst du sie einfach laufen lassen. Mhm. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Wo sind sie hin? Komm schon, lass uns kämpfen. Boah, Alte, ey. Die braucht so lange. Aber das Problem ganz offen kenne ich das letzte Mal von der PlayStation 1. Da geht's nur runter. Weil PlayStation 2 hatte ich ja wirklich erst ganz, ganz spät. Also selber, ich habe ja die Xbox gehabt und da war ja schon eine Festplatte mit drin. Da ist ein Disk. Ey, nein. Klopp dich selber. War das bei PS1? Ich meine ja. Wurde die. Meine Güte, ne. Da. Wo du die anderen Speicherkarten noch kaufen konntest, die viel, viel dicker waren. Vom Gehäuse her, aber auch dadurch dann natürlich klar mehr Speicherplatz hatten. Ja, die hatten dann immer so mehrere Seiten, die du richtig, dann mit so einem richtig, Knopf durchsetzen konntest. Habe ich sogar eine hier. Genau die. Ich habe sogar, das zeige ich dir gleich mal, für PlayStation 2 eine, wo ich so eine Disk dabei hatte, so ein Manager. Die kenne ich, habe ich glaube ich damals mal beim Kollegen gesehen. Ich selber hatte keine. Home Run! Ich glaube, wir müssen wieder runter. Ja, hier oben geht irgendwie nicht wirklich viel. Nee. Komm, einmal straight runter. Ich nehme dich mit. Mach das. Sehr lieb von dir. Ich weiß, so bin ich. Immer zuvorkommt.
Vielen Dank. Ja. Wo ist er denn hin? Ich bin über auf Mädel, ey. Ja. Da. Jetzt verlauf dich nicht. Die Channel, die muss hier auch irgendwo rumchillen. Wo ist denn schon wieder hin? Da, komm. Die braucht so elendig lange. Hat ja auch eine Metallstange in der Hand, ne? Nicht das, was du denkst. Ey! Da. Au! So, Rache. Ah, da geht's nur hoch. Nein, 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 nein. Lass die eingepackt, mein Junge. Das, ja. Da ist er. Oh, ist auch zu. Okay. Und hier? Hier kommen wir lang. Ah. Da gehen wir einfach wieder lang. Ja, mal schauen, was kommt. Wir brauchen irgendwoher noch ein Rad. Oh, ist das eine Assi-Ansicht. Was? Deiner, meiner? Keiner. Okay, ich habe auch sofort geguckt, neben meiner ist an. Okay. Das Schloss kriege ich mit links auf. Das Schloss kriege ich mit links auf. Das ist doch schön zu wissen. Ah. Ein Panzerknacker unter uns. Oh ja. Oh, guck mal, eine Erste-Hilfe-Ausrüstung. Wie schön. Mehr ist nicht drin. Ey! Randale. Das kostet, ja? Ach, guck mal, hier sind wir schon wieder. Ja, okay. So. Wir sind jetzt quasi einmal... Einmal rumherum. Genau, geradeaus und dann rechts herum vom Bildschirm aus. Genau. Jetzt brauchen wir trotzdem noch so ein Rad. So ein schmieriges. Schule ist verschlossen, ich komme hier nicht raus. Wo ist denn das Büro von diesem Freedman? Oder Freedman? Gucken wir doch mal. Krankenhaus, Klassenzimmer, Freedman. Da unten links quasi müssen wir. Hier vorne. Müsste das nicht sein. Oben links dann wahrscheinlich. Das ist bestimmt oben links. Komm. Komm, meine kleine Freundin. Darum. Genau. Ja. Yay. Und noch. Oh, was machst du denn? Jetzt aber. Abgeschlossen. Genau das wollte ich nicht hören. Was sind wir denn? Richtig? Müsste ja eigentlich. Nee. Das ist ach, draußen. Nee, draußen. Genau. Ach, schon wieder hier falsch. So. Draußen ist das. Lauf. Also wieder runter. Draußen und dann ab nach links. Mal gucken, ob wir hier raus können. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich ja. Weiß, ich hab dich jetzt zurückgelassen. Ich bin auch einfach jetzt stehen geblieben, also von daher. Ja, das ging jetzt einfach schneller. Ja, und dann müsste es normalerweise genau gegenüber sein. Also dürfte es hier sein. Aha, interessant. Hast du gesehen, es wird dunkel? Ja. Das ist nicht gut. Nee, vor allem, weil wir immer noch keine Taschenlampe haben. Oder sonst irgendeine Waffe. Oh, ich wollte eigentlich an den Mülleimer gehen. Zufall. Ach, guck mal, der Hacker. Ja. Stan, was machst du denn hier? Oh, nichts Wichtiges. Ich ändere nur meine Noten. Für einen Fuffi kann das jeder andere von mir auch haben. Hey, hör auf mit dem Scheiß. Und ihr, was macht ihr hier? Was geht bei euch ab? Was? Sag mal, hast du etwa nichts gesehen? In den Fluren, die ganzen Monster! Ist voll die Hölle! Wow, was immer ihr geraucht habt, macht das nie wieder. Sag nicht, du hättest nichts gesehen. Ist dir denn nichts Seltsames aufgefallen? Alles an dieser Schule ist irgendwie seltsam. Und woher kommen dann die Geräusche? Im Ernst, wir finden Kenny nicht. Was? Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Sogar Mr. Walden wurde verletzt und musste auf die Krankenstation. Wir sitzen fest. Wir müssen Freedman informieren, damit er uns hier rausholt. Wow, langsam wird die Story interessant. Okay, ich bin dabei. Aber wehe, ich werde verarscht. Ja, dann würde ich mal sagen, mach mal einen Cut hier. Soll ich nicht mitkommen? Ist eine gute Idee. Ja, ne? Von daher bedanken wir uns wie immer fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne Halloween-Woche. Verarscht, Leute.
macht Süßes oder Saures oder guckt einfach nur unsere YouTube-Videos. Macht, was ihr wollt, aber guckt unsere YouTube-Videos. Von daher lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge von Obscur mit dem Eumelkater und dem Dicksten aller Dicksten, dem Ron Retro. Macht's gut, ne?